liebe Pferdefreunde, herzlich willkommen zu meiner heutigen Buchvorstellung. Mein Name ist Wolfgang Gnesner, der Pferdetherapeut. Ich bekomme viele Hilferufe aus ganz Deutschland und teils sogar aus dem Ausland von verzweifelten Pferdebesitzern, dessen Pferde nicht mehr zu verladen oder zu transportieren sind. Andere Verladetrainer sind schon gescheitert und oft bin ich die letzte Chance für ein erfolgreiches Ergebnis. Daher habe ich mich entschlossen, meinen Erfahrungsschatz in einem Buch zu verfassen. Aber wie viele Verladebücher gibt es schon? Wie viele sind schon geschrieben worden? 20, 30 Stück? Was unterscheidet denn mein Buch zu den vielen anderen Büchern? Es ist auf jeden Fall keine Gebrauchsanweisung zum Verladetraining, denn die kann es gar nicht geben. Die Problematik und auch deren Lösung ist so individuell wie das Universum. Denn was für das eine Pferd richtig ist, kann schon für das andere Pferd total falsch sein. In meinem Buch erfahren Sie, wie ich individuell vorgehe und beschreibe, woran es liegen kann, dass Pferde nicht zu verladen sind und was Sie als Pferdebesitzer tun können, dass es gar nicht erst zu den Verladeproblemen kommt. Sie werden die Grundregeln des Verladens kennenlernen und dabei feststellen, dass oft nicht das eigentliche Verladen das Problem ist. Sie werden überprüfen können, ob Ihre Rangordnung auch die von Ihrem Pferd ist. Und wie Sie diese zu Ihrer eigenen Zufriedenheit wiederherstellen können, falls es nicht so ist. Ich gehe auf die unterschiedlichsten Denkfacetten von Pferden ein. Sie werden sich mit Ihrem Problem sicherlich auch hier und dort selbst wiederfinden. Dadurch lernen Sie Ihre Situation besser zu verstehen. Außerdem lernen Sie etwas über Unfallverhütung, bekommen ein exklusives Handbuch für Krisensituationen in die Hand gelegt. Wie verhalte ich mich, wenn mein Pferd einen Unfall auf dem Anhänger hat? Zum Ende finden Sie viele wahre, spannende Geschichten über vermeintlich ausweglose Verladefälle. Lesen Sie, wie ich diese doch noch gelöst bekommen habe. Denn wenn nichts mehr geht, geht bei mir doch noch was. Sie werden dieses Buch nicht nur brauchen, sondern auch lieben. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen viel Spaß mit diesem Buch. Denn mein Name ist Wolfgang Gnesner, der Pferdetherapeut. Und ich verabschiede mich für heute. Bleiben Sie gesund, machen Sie was aus Ihrer Zeit und denken Sie daran, seien Sie gut zu den Pferden. Servus!